Hallo, zurück bei The Long Dark, im nächsten Haus an der Küste. Dieses Haus steht auf einer Haseninsel, finde ich total putzig, dass man das so nennt. Und wir gucken uns hier mal weiter um. Wie geht's uns denn eigentlich? Wir sind nur ein bisschen hungrig. Naja. Machen wir da. Okay, erstmal das hier, das sieht nicht so gut aus. Ich habe schon wieder immer das gleiche Problem. Obwohl ich langsam überlege, ob ich das langsam mal absetzen müsste. Weil es ist ja gar nicht mehr Weihnachten. Zumindest nicht in der... Das ist total kurios. Zumindest nicht, wenn das Video hier rauskommt. Aber naja, ist ja bestimmt nicht so schlimm, wenn ich das trotzdem noch aufhabe. Refrier... Rohes Rehfleisch. Ich würde sagen, nehme ich. Finde es voll schön hier. Ich würde gerne in so einem Haus leben. Aber ich hätte auch gerne eine Werkbank. Irgendwie. Einen Ofen. Können wir uns das hier irgendwo braten? Wäre ganz toll. Was war denn das für ein Geräusch? Da ist ein Wolfs, Bild. Ja, wäre wirklich cool, wenn wir uns das irgendwo braten könnten. This stuff will come in handy. Also Essen nehme ich wirklich gerne mit. Aber bei anderen Sachen muss ich... Oh, da müssen wir langsam aufpassen, weil... Ich könnte mir auch einfach mal unendlich viele Tassen Tee machen, auch wenn die kalt sind. Aber trinken ist trinken, ne? Schweinefleisch mit Bohnen nehme ich auch mit. Tü-lü-lü. Lampenöl. Okay. Okay, ja, das ist wirklich cool. Ja, das Drehfleisch, das würde ich mir wirklich gerne braten und essen. Schon wieder Erdnussbutter. Ja, hey. Wir können uns ja mal hier ein bisschen aufpäppeln jetzt, wenn wir so viel Zeug haben. Aber wirklich, müssen wir uns mal vielleicht draußen ein Feuer machen. Wenn man hier drin keinen Ofen gibt, müssen wir uns draußen ein Feuer machen. Schon wieder Erdnussbutter. Können wir uns mit Erdnussbutter eincremen und draußen in Schnee wälzen? Wer macht denn sowas? Und wieder Salzcracker. Ich glaube, die ziehen Trinken ab, weil Salzcracker, Salz zieht ja immer. Feuchtigkeit, sag ich schon. Ja doch, naja. Wasser. Salz entzieht Wasser, so. Jetzt habe ich's. Hey. Hallo, gibt's hier, warte mal, gibt's hier wirklich keinen Ofen? Hier gibt's eine Zeitung. Wo ich nicht weiß, ob ich die mitnehmen sollte. Hier ist noch ein Buch. Hier ist nichts weiter, außer halt noch die Zeitung, die da liegt. Ein Kleiderschrank. Ach nee. Hier sind ein bisschen bessere Loot-Bedingungen, kann es sein? Also wenn ihr hier irgendwo spawnt, ist schon geil. Radio geht natürlich nicht. Huch! Nee, Moment. Also. Eieiei, was denn hier passiert? War einer unzufrieden beim Toilettengang und hat die Zeitung zerrissen? Oh, Thermostiefel! Nanü! Sind die besser als unsere? Achso. Gucken wir gleich mal. Aha. Nehme ich auch. Gerne, gerne. Oh, ein Verband nehme ich auch liebend gerne. Probably useful. Oh ja. Jetzt kann uns wieder ein Wolf beißen. Oh, geil. Zwei Wölfe. Oh, ein warmes Bad wäre jetzt auch ein Traum. So, wirklich im Real Life ein warmes Bad. Bin ja. Absoluter Verfechter vom Baden gehen. Oh. Ja, duschen gehen ist wirklich nicht so meins. Also klar gehe ich auch duschen. Und die sind viel besser als unsere. Naja. Aber, ich finde es einfach, Baden einfach irgendwie entspannter. Muss auch nicht. Mag das viel, viel mehr. Und ist auch immer so ein Kriterium, wenn ich bei Wohnungen, die müssen eine Badewanne haben. Lange Baumwollunterhose. Lange Baumwollunterhose. Die könnte ich mal reparieren. Die lange Baumwollunterhose. Ja, also das ist so, viele haben ja, wenn sie sich so Wohnungen angucken, halt so mal so Kriterien, was sie vielleicht mindestens erfüllen sollten. Ich merke gerade, das ist ein
Ticken dunkel. Ich habe vergessen, diese Lampe da oben anzumachen. Es tut mir leid. Tut mir wirklich leid. Naja, aber es geht ja noch. Ja, die haben halt so ein Kriterium wie, ja, da muss, muss ein Balkon sein oder so. In der Art. Wartet mal. Ja. Und ich habe halt das Kriterium, muss halt eine Badewanne mit bei sein. Viele Mönchs wollen auch immer ein Fenster, glaube ich, im Bad haben oder irgend so einen Unsinn. Ja, naja. Ich bin da etwas genügsamer mit nur einer Badewanne. Was wir halt hier für ein Kram haben, ich weiß gar nicht. Oh, Manu, ey. Aber ich finde irgendwie, dass diese Haus hier sehr zentral liegt, wenn ich mich nicht irre. Und wie heikt das dafür, das liegt sehr... Weil, ich weiß auch nicht, aber kann mich auch total irren. Weißt du, irgendwie ist so der See und dann ist ja dieser Berg. Hm. Kann ich gleich hier ein Feuer machen? Ja, cool. Ja. Ja, nehme ich alles. Machen wir uns mal wieder ein Feuer, haben wir schon lange nicht mehr gemacht, ne? Und es ist ziemlich warm. Das liegt vielleicht daran, dass wir ziemlich coole Klamotten haben, die auch alle sehr ganz sind. Ah, ich mach mir ein bisschen Kopf um mein Inventar. Aber wenn ich nicht abladen kann... Oh, Mann, ey. Aber irgendwie würde... Ich glaube, ich lade hier in dem Haus ein bisschen was ab. Weil ich glaube, das ist so ein Punkt hier, den findet man dann doch eher. Da muss ich einfach nur auf diesen hier vorne den See hier raufgehen und, das ist nur noch 12 Minuten? Ich höre was bellen im Hintergrund. Hm. So eine gute Idee hier. Also ich meine, wir haben links gleich die Tür. Aha, interessant. Die Wölfe machen hier gerade Action. Ich mache mir jetzt, wie gesagt, mal ein paar Kräutertees. Vielleicht reicht mir erstmal einer. Und was mache ich noch? 29, 28, die Tomaten sind bei hitzig, ne? Ja. Die Geräusche hier sind manchmal sehr seltsam. Ah, da wird es ja schon wieder dunkel. Okay, Wetter wird auch kacke. Ah, Mann, oh Mann. Oh Gott, die müssen trinken. Hier ist die Tasse Tee, die trinkt man. Setzen wir uns noch ein bisschen was ab. Wir haben 20 Tee? Krasse Scheiße. Wir haben 20 Tee. So, und schmelzen uns noch mal ein bisschen Wasser ein, weil wir haben ja Durst. Hilfe, spannende Musik. Wird, glaube ich, nicht mehr reichen. Na, machen wir noch mal diesen. Dann würde ich sagen, gehe ich mal rein. Sowieso gleich dunkel und suche mir irgendeinen Schrank und packe da ein paar Sachen rein. Ich lege jetzt einfach für mich selbst fest, dass dieser Ort hier für mich sehr zentral aussieht und ich das einfach nehme, um Sachen unterzubringen. Mache ich jetzt einfach, wäre ganz schön viel. Geht's uns denn gut? Uns geht's total gut eigentlich. Das sind alle Sachen, die wir bekämpfen können. Hier haben wir einen Reh gegart, ist auch noch bei 100%. Ich trinke kurz was. Achso, ich hatte Tomatensuppe gemacht. Die ist schon wieder kalt. Nee, was hatte ich denn gemacht? Ich hatte, glaube ich, die Tomatensuppe. Habe ich die gegessen? Hm. Hier ist auch eine Tür. War hier irgendwas? Hier ist ein Schrank. Wollen wir den Schrank nehmen? Komm, wir nehmen mal den Schrank. Packe ich ihn jetzt da rein. Badflechten. Ich pack mal erst Sachen ein, wo ich mir vorstellen kann, die finden wir nochmal irgendwie. Hier so ein Ahornschößling. Den könnte ich ja einfach mal so aus Spaß an der Freude. Huch. Ach hier. Nee, da. Warum geht der denn manchmal nicht? Ist voll komisch. Den lege ich einfach mal aus Spaß an der Freude ab. Dann kann er hier trocknen. Dann geht's weiter. Ich fange mal hier hinten an. Hier haben wir auch noch diese komischen Pilze.
Dann haben wir hier noch Federn, Metallschrott. Packe Kehrte auch rein. Zweimal Leder. Brecheisen. Packe ich jetzt auch mal kurz hier rein? Ich weiß es nicht genau. Die Lupe. Haben wir bis jetzt nie benutzt. Also werde ich sie vielleicht auch gar nicht benutzen. Ich weiß es nicht genau. Schnur, ein Schlafsack. Ganz viele Streichhölzer. Ein Beil. Also wirklich einfach nur Pack ich das hier rein? Ach kommt, ich pack das hier rein. Ich weiß ja, wo das ist. Wird mir bestimmt überhaupt gar nicht springen, aber ich mache das einfach mal so. Ah, was kann ich da noch ablegen? Ich will nicht ablegen. Ah, ich kann sowas doch nicht. Da Zeitung, vielleicht kann ich dann irgendwas zerlegen, aber das wird, glaube ich, dadurch nicht leichter, ne? Hier, Zeitung. Ich kann sowas nicht gut, mein Inventar managen. War hier ein Bett? Wenn nicht, ist nicht schlimm. Wir haben ja ein... Ja, das ist ein Bett. Wir haben ja ein... Na, jetzt sag doch mal hier. Ein Schlafsack haben wir mit. Hatte ich jetzt noch irgendwas fertig? Nee. Ja, wenn wir jetzt ein bisschen schlafen, dann sind wir... Dann ist sowieso hier mit Essen und Trinken. Ach ja, das wird schon. Kommt. Erschöpft? Ja, dann gehen wir schlafen. Machen wir das einfach mal. So, ins Bett. 5 Stunden. Und dann geht's ab hier, die Luzi. Oh. Oh, 12 Tage. Also ich muss ja sagen, ich hätte nicht gedacht, dass wir uns wirklich so gut schlagen. Aber wäre auch wirklich geil, auch einen Ort zu haben, ne? Wo auch ein Ofen ist. Weil hier ist ein bisschen anstrengend, wenn wir halt immer draußen vielleicht das Feuer machen müssen, weil es halt nicht sehr sicher ist. Ha, ich weiß nicht. Naja. So, jetzt haben wir natürlich Hunger. Da esse ich mal die Erdnussbutter. Oh, 30 Kalorien. Na, wow. Das war mehr als... Oh, ich höre draußen schon. Ist zwar mehr als 2 Kalorien wie beim letzten Mal, aber jetzt auch nicht gerade so geil. Ja, das hat ja natürlich nichts gebracht. Essen wir einfach mal die Tomatensuppe, auch wenn sie kalt ist. Ist ja nicht schlimm. Immer nur etwas Hunger. Kacke. Essen wir das... Ach nee, ist doch Schweinefleisch mit Bohnen. Ich dachte gerade, ist, hier, Hundefutter. Aber da ist ja oben das Tatzen-Symbol drauf. So. Siehst du, das wird schon weniger am Rucksack. Einfach nur, weil wir essen und trinken. Gucken, 1, okay. Bett, ich schlafe nochmal 2 Stunden. Ich habe manchmal das Gefühl, dass nach der Dunkelheit kommt immer so, kommen die 3 Fragezeichen um die Ecke und dann erst wird's hell. So, ne? Versteht ihr, was ich meine? So, die packen wir mal weg. Satt, ja, okay, geht so. Und erkunden wir mal weiter hier. Ich hoffe, es ist nicht ganz so schlimm mit Wetter gerade. Klingt total schlimm. Das gute Picknickwetter. Tja, kacke. Ich will gerne wissen, ob das irgendwann hier weggeht, weil ich finde es ganz schön nervig, wenn die ganze Zeit dieses Lagerfeuer hier wäre. Ich würde sagen, ja. Apropos, ja. Also das natürlich, wir können es natürlich nicht irgendwo hingehen, ne? Also ich hoffe, das ist euch klar. Weil bei dem Wetter ist das so gut wie möglich. Also nutze ich die Gunst. Mach ein Feuer. Und schmelze ein wenig Wasser. Gehe danach pennen und hoffe, dass dann wieder alles gut ist draußen. Auch die beste Idee ever, das Feuer hier in diesem Schneehaufen zu machen. Wo kommt denn noch so eine Idee? So, sehr gut.
Ist irgendwo ein Wolf? 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 Nein, gut. 15 Minuten, nur das ist ein bisschen kurz. Ein bisschen kurz, um Wasser zu schmelzen. Weil wenn wir jetzt wieder schlafen ein bisschen, dann haben wir auch wieder Durst. So. So, das reicht. Und nochmal rein. Toll. Ganz klasse. Oh, dieser Sturm, der ist wirklich kacke, ne? Der geht ein wenig auf den Puffer. Da kann man einfach nichts machen, aber ich würde im wirklichen, richtigen Leben oder selbst hier in dem Spiel, würde ich auch bei so einem Sturm nicht vor die Tür gehen. Never ever. Oh, ist immer noch stürmisch. Das ist so geil, wie drunter geht. Oh Mann, ey. Kann mir ein bisschen umgucken hier, wenn ich schon mal da bin. Hier haben wir viele Stecker, das ist voll schön. Hab ich gerade einen Wolf gehört? Ich werd panisch. Manu, das ist doch blöd. Ich will weiterlaufen. Und nicht den ganzen Tag schlafen, auch wenn das total toll ist, aber... Möchte nicht. Es hört sich ein wenig besser an, muss ich sagen. Ganz schnell was trinken. Und dann hoffe ich, dass wir weiter können. Wir haben nur noch eine so eine Magnesiumfacke übrig. Die Jutehaseninsel des Verderbens. Darf doch nicht wahr sein. Das darf einfach nicht wahr sein. Ich werde bestimmt nicht bei dem Wetter rausgehen. Nein, 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 das mache ich nicht. Das klingt, ja, klingt zwar, aber es ist nicht. Glaube ich nicht. Da steht ja auch. Da sind noch die drei Fragezeichen on Tour. Oh Mann, oh Mann. Oh Mann, oh Mann. Vielleicht sollte es eine Runde baden gehen, Fräulein. Voll entspannt, voll schön. 12 Tage. Nicht schlecht. Solange ich diese Geräusche höre, glaube ich, brauchen wir gar nicht versuchen, rauszugehen. So lang war der Sturm jetzt aber noch nie, ne? Oder war der sonst immer eher in der Nacht und wir haben wirklich in der Nacht dann so... Jetzt ist Tageslicht übrig. Etwas hungrig ist mir ja... Sag bloß, wir können ein bisschen mal rumlaufen. Oh ja! Wir sehen zwar nichts, aber oh ja! Na dann. Na dann. Was ist das da? Okay, cool. Sehr gut, sehr gut. Was ist das da? Das sieht so rötlich aus. Ich würde gerne nach... Da hinten irgendwo, wo da waren noch irgendwo Häuser, oder? Das sieht hier irgendwie nach Map-Ende aus. Was ist das? Ein Boot? Ein Wagen? Was ist das? Was soll das sein? Ein Boot. Ah ja, cool. Cool, cool, cool. Haben wirklich sehr viel erlebt, diesen Part. Wir haben erlebt, dass der Sturm... Und es in die Knie zwingt. Hier sind so viele... In dem Anglerhütchen waren wir, ne? Oder? Ja, ich glaube... Waren wir in dem? Ja. In dem da hinten waren wir nicht. Und in dem da auch nicht. Hm. Ich bin gerade ein bisschen still, weil ich gerade... Getapsel gehört habe und ich dachte, das ist ein Wolf. War aber nicht. Okay, hier ist nichts drin. Steht hier einfach mal ein Plastikbehälter mitten in der Pampa. Natürlich. Wo waren denn diese Häuser, die wir gesehen haben? Geht mal hier hin. Waren die da hinten?
bin so ein wenig orientierungslos. Oder waren das die da? Das waren die da, die wir gesehen haben. Da will ich hin. Da will ich hin. Da will ich hin. Gehe ich mal kurz hier in dieses Anglerhütchen rein. Ich sehe auch, dass der Part zu Ende ist. Dann gucke ich noch in die Anglerhütte. Dann können wir uns im nächsten Part ja mal diese Gruppe da von Häusern angucken. Sieht ganz interessant aus. Da gibt es bestimmt... Das ist auch eine Brücke. In schön viele Sachen. Zwei Wölfe. Naja, klar. Warum denn nicht? Hier ist ein Angelzeug. Ist ja cool. Könnten wir... Achso. Aber wir haben leider keine Werkbank. Aber wir könnten versuchen zu angeln noch. Wäre eigentlich auch mal ganz lustig. Nochmal Angelzeug. Zweimal Angelzeug. Super. Können wir zweimal angeln. Weil wir haben ja festgestellt, wenn wir einmal angeln, dann ist es kaputt. Und hier ist auch ein Ofen. Da tappeln die Beine lang. Okay. Cool. Würde ich sagen, im nächsten Part, ich würde mal gerne ein bisschen angeln. Einfach mal so. Hätte ich mal Lust drauf. Haben wir bis jetzt nur einmal, beim zehnten Mal hat es ja nicht mal geklappt, gemacht. Und dann gehen wir uns mal die Häusergruppe angucken. Ach, so viel vor, so toll, so toll, so toll. Wir sehen uns im nächsten Part. Ich freue mich sehr und danke fürs Zuschauen. Bis dann. Tschüss.